Ja, hallo, liebe Freunde des Werder Karnevalsvereins. Ich habe doch tatsächlich letzte Woche eine Einladung von keiner geringeren als der Queen von England, Lisbeth, zum Potato Cake Essen für Werder Dippelkuchesse bekommen. Und dieser majestätischen Einladung bin ich natürlich gerne nachgekommen. Wie die treuen Fans wissen, lebt sie ja ganz still und heim inkognito hier in Fallendar. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob sie auch zu Hause ist. Drücken wir mal auf die Big Bang. Wir kaufen nichts. Aber Liefje, ich hab doch eine Einladung zum Dippelkuchessen mit der Queen. Ah, dann bist du der komische Präsident vom Wert, hä? Ja, da komm mal rein. Das Lisbeth wartet schon auf dich. Aber putz da ja die Füße ab. Oh, komm. Ja. Lisbeth! Der komische Präsident vom Wert ist da! Also zum Vergleich, letzte Woche, der Trumpeteer-Präsident, der hat ja wenigstens nur einen roten Kopf gehabt unter seiner Bretsche-Frisur. Aber hey, der ist komplett rot an. Und wenn der jetzt auch noch zu Schraw singt, wie Tina Turner von vor 3 Wochen, kündige ich und fange beim Christoph Schmidt im Lade an. Ha, Sabinchen, immer diese leeren Versprechungen. Ah, President Stone, ihr seid gegrüßt. Als Queen bin ich jetzt sehr amused. Ah, guten Tag, Majestät. Oh, please take a seat. Oh, thank you very much. Eure Majestät, das Werder-Publikum würde gerne wissen, ob Sie und Prinz Philipp sich hier in Fallendar schon eingelebt haben. Oh, yes, indeed. Die Spargel und die Erdbeeren bekommen wir frei Haus. Und mein Mann Philipp führt unsere Dogs tagtäglich aus. Denn weiß, willst du haben ein happy life, dann brauchst du eine happy wife. Und dann machen nur 2 Wörter Sinn. Dann sag ganz einfach. Yes, darling. Aha, das ist also ihr bestes Stück, Philipp, ihr Mann. Und nach so vielen Jahren steht er immer noch stramm. Oh, yes. Dies Jahr sind's 73 Jahre Ehe. 73 Jahre am Rad ich drehe. 73 Jahre nervt er mich. Doch Philipp, was wäre ich ohne dich? Und in unserer letzten Hochzeitsnacht hat mir eine Liebeserklärung gemacht. Listen! Du bist der beste Fell in meinem Dippelkuchen. Wenn ich dich nicht schon hätte, dann müsste ich dich noch so. Lass mich das Zuckerstück in deinem Kaffee sein und lass den schwarzen Menschen niemals mehr allein. Ich brauche keine Queen und keine Haute Couture und kein Da hab ich ihn nur voller Ehrfurcht angesehen und gedacht, so kann's im Leben gehen. Du wünschst dir Ruhm und Geld, kannst nie zufrieden sein. Dabei hast du das größte Glück doch schon daheim. Und dann habe ich gesagt,
Ich bin der Speckwürfel in deinem Düppelkuchen. Wenn ich dich nicht schon hätte, dann müsst ich dich noch suchen. Du sollst das Zuckerstück in meinem Kaffee sein. Ja, das war unser leckerer Besuch bei der Queen Sabine Reichert in Fallau. Wir genießen jetzt noch das letzte Stück Düppelkuchen, sagen allen Wählern Hilau und gehen zurück an die Redaktion vom KVN Donnerstag. Bye, bye! Ja! Mann, ich hab dir doch gesagt, du sollst ja nicht so rumkrümmeln. Und du sollst dir auch die Böse abputzen. Mann, die komische Präsidentin überall. Hexe, bitte doch warten.